Der Zoo Werther, ein Buch von Hanka Frenzel. Der Zoo Werther hat ganz viele Tiere. Und die Tiere reißen immer aus, weil die Gitterstäbe haben zu viel Abstand. Eines Tages sind gar keine mehr da und der Zoo Werther ist traurig. Die Tiere wandern. Immer weiter. Bis sie in eine Höhle kommen und dort übernachten, weil es ein gutes Versteck ist. Deshalb findet der Zoo Werther die Tiere nicht. Sie sind froh, weil sie nicht mehr eingesperrt sind. In der Höhle ist es aber dunkel und die Tiere bauen sich eine Lampe. Sie machen es sich schön und als es Winter wird, feiern sie sogar Weihnachten. Der Elefant stößt mit seinen Beinen einen Baum um. Das ist der Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsmann besorgt sogar Weihnachtsbaumschmuck. Er kommt mit seinem fliegenden Pferd aus dem Weltraum. Die Tiere bekommen Geschenke. Die Tiere freuen sich über die schönen Geschenke. Die Riesenschlangen bekommen Riesengeschenke, damit sie die Geschenke der anderen Tiere und die anderen Tiere nicht aufessen. Aber der Weihnachtsmann hat nicht bedacht, dass die Geschenke irgendwann alle sind. Die Riesenschlangen wünschen sich einen Menschen zum Erschrecken. Aber es kommt keiner. Die Menschen haben vom Zoo Werther gehört, dass die Riesenschlangen gefährlich sind. Und eine von den Riesenschlangen frisst alle Tiere auf. Dann ist ihr ganz schlecht und sie kriecht mit ihrem dicken Bauch zurück zum Zoo Werther. Sie quetscht sich in ihren Käfig. Dann macht es Peng und alle Tiere purzeln aus ihrem Bauch heraus und die Tiere haben beschlossen, nie mehr abzuhauen. Es haben geholfen Ria Kopiske und Robert Beske. Text und Linolschnitte von Hanka Frenzel, 7 Jahre.